Hallo, ich bin Falk von der Firma Bogenjagd Profi und heute wollen wir euch mal mein spezielles Equipment vorstellen. Häufig habe ich Anfragen gekriegt, was ich persönlich auf der Bogenjagd verwende. Dieses Jahr, alles neu, macht der Mai, habe ich mir noch einen weiteren Bogen geholt. Ich fahre immer mit zwei Bögen zur Jagd. Und zwar ist es diesmal der V3X in Realtree Edge. Den habe ich in 27,5 Zoll Aufzugslänge und habe den auf 77 Pfund. Damit komme ich gut zurecht, lässt sich für mich gut ziehen aufgrund des Trainings und habe damit, denke ich, ein gutes Setup in der Form. Wie ihr seht, ist hier dran verbaut der Lopro Quiver von Matthews. Der liegt extrem nah an am Riser, dementsprechend wackelt der Bogen nicht so durch die Gegend, sondern das Gewicht liegt sehr nah am Riser und das gibt eine sehr gute Stabilität. Wenn wir auf der Seite bleiben, habe ich hier die Pfeile, da schieße ich die Easton Axis in 300er Spine, habe noch Brass Inserts drin, die 50 Grain sind. Somit komme ich auf ein Gesamtpfeilgewicht von 510 Grain mit meinen Spitzen, die immer 125 Grain sind. Und da bin ich dann so, schieße ich meistens hauptsächlich die Grim Reaper, die G5 Dead Meat oder die Exodus. Das sind eigentlich so meine Klingen, die ich am liebsten schieße und da auch die besten Erfolge mit habe. Als Stabi habe ich mir den 6 Zoll Fuse Carbon ausgesucht, ein FTX, bin ich sehr mit zufrieden. Mal eine andere Variante zum Flatline von Matthews. Sehr leichter Stabi, sehr vibrationsarm und individuell einstellbar durch verschiedene Gewichte und Farben. Fand ich ein sehr schönes Gimmick, bin ich auch schon sehr zufrieden mit in den ersten Tests. Disconnect System habe ich dran, damit ich den Stabi natürlich schnell abbauen kann. Einmal kleine Umdrehung gemacht, wieder draufgesetzt, dann habe ich nicht die ganzen Umdrehungen, die ich machen muss. Das ist mir für die Yacht und für den Transport einfach wichtig. Silent Connect System habe ich dran, damit ich den Bogen auch vernünftig in meinen Tree Stand reingezogen kriege. Das ist wichtig. Das habe ich eigentlich immer bei den Matthews Bögen dran. Ganz neu, auch 2022, habe ich mich jetzt für ein Hemsky Raptor Peep entschlossen. Das 732. hat einen sehr großen Lichteinfall, blendet aber nicht. Aber in schlechten Lichtverhältnissen kann man da immer noch sehr, sehr gut mit schießen. Vorteil auch, das ist kein gedrucktes, also kein Plastik 3D gedrucktes Peep, sondern ist aus Metall. Schont die Sehne unheimlich. Und ich kann, das ist sehr, sehr schön gemacht, es in verschiedenen Winkeln einstellen. In zwei Winkeln, um genau zu sein. Das trägt dann Rechnung auf die Wicklung der Sehne und auf die Auszugslänge. Und dementsprechend passt der Winkel sehr gut zum Durchgucken. Bin ich sehr zufrieden mit, sehr angetan. Im nächsten Punkt habe ich auch hier, das ist speziell für die Matthews-Bögen gemacht, von Hemsky hier diese Aufnahme, wo ich dann die Pfeilauflage, nicht die Pfeilauflage an sich, sondern die Auslöseschnur mit befestigen kann. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Was ich auch habe, hier jetzt die neue Epsilon von Hemsky, extra auch für die Matthews-Bögen. Die hat auch Micro-Adjustment, also ich kann das genau alles einstellen, wie ich das will. Sehr genau, damit die Feldspitzen und die Jagdspitzen auch zusammenfliegen. Extrem leise Pfeilauflage ist mir schon aufgefallen. Bin ich schon vom ersten Moment, wo ich sie getestet habe, ein großer Freund von und freue mich, die schon wirklich auf der Yacht mitzunehmen. Ja, obligatorisch mittlerweile, seitdem ich sie einmal kennengelernt habe, möchte ich nichts anderes mehr haben. Ein Ultraview-Griff, der ist einfach super. Ihr kennt es alle gegen Torxen und dass ich den Bogen jedes Mal anders halte, weil er einfach eine bessere Auflagefläche hat. Hier ein bisschen anderen Winkel, ich kriege mehr Druck in die Backwall rein. Bin ich sehr, sehr angetan von. Der ist natürlich auch immer dabei. Ja, beim Visier habe ich hier das neue Matthews-Visier, das Bridge-Lock-System, was genau in den Riser reinläuft in der Mitte. Dementsprechend habe ich auch keine Gewichtsverlagerung nach rechts oder links, sondern die ganze Masse sitzt schön in der Mitte vom Bogen. Angetan auch davon, weil die Pins sehr, sehr fein sind. Es ist ein leichtes Visier. Ich kann es in drei Achsen einstellen. Sehr, sehr präzise gearbeitet. Bin ich sehr angetan von. Ja, dann habe ich natürlich noch eine Handschlinge dabei, wie sich das gehört. Und da kann man eigentlich verschiedene Varianten nehmen. Ich nehme ganz gerne immer die von Maxima. Das ist eigentlich so immer mein Favorit in der Form. Was hier noch nicht dran ist, es ist eine Bogenschlinge.
Die kommt hier jetzt noch dran. Die nutze ich aber meistens im Sommer auf dem Parcours dann erst noch mal weniger. Aber im jagdlichen Bereich ganz, ganz wichtig. Und dann ist sie auch immer dabei. Die kommt noch, aber in den richtigen Farben. Ja, das war es eigentlich soweit zum Bogen. Wie den einen oder anderen wird es schon aufgefallen sein, jetzt auch nochmal, ich habe auch nochmal andere Klamotten an. Da nutze ich aktuell auch in der Testphase die Pürscher Gear, die Silent Pro. Die ist ganz neu auf dem Markt. Bin ich sehr angetan von die letzte Zeit. Schon habe das jetzt seit ein paar Wochen am Tragen. Und muss sagen, ist vom Tragkomfort sehr, sehr angenehm. Absolut leise, das ist für die Bogenjagd super. Auch von den, wie soll ich sagen, vom Schnitt her sehr gut, dass die Sehne beim Schießen nirgendwo dran kommt. Die wird auch definitiv jetzt auch mal meine Wahl mit sein. In Kombination von Sitka, das wisst ihr, ich habe ich sehr, sehr viel getragen. Aber diese Kleidung bin ich wirklich sehr überzeugt, dass die definitiv auf den nächsten Reisen mit dabei sein wird. Ja, das ist eigentlich soweit alles zu meinem Setup, mal was ich persönlich schieße. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie einfach gerne in den Kommentaren. Wenn ihr genauso ein Setup haben wollt, dann meldet euch einfach bei mir, guckt bei mir im Shop vorbei und ja, und dann stehe ich natürlich in den Kommentaren für Fragen gerne zur Verfügung. Oder wenn ihr persönlich Fragen habt, ruft mich an und die Nummer findet ihr auf meiner Homepage und dann berate ich euch gerne.